Ich muss mal hier das Fenster zumachen, weil es sonst zu laut ist draußen. Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Max und das hier ist mein vorläufig letztes Video auf diesem Kanal. Und ich will euch natürlich auch gleich erklären, warum das so ist. Und das ist auch eigentlich gar nicht schlimm. Ja, den Kanal gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht genau, seit wie vielen Jahren ich diesen YouTube-Kanal betreibe. Mehr oder minder aktiv. Und ich habe aber momentan einfach überhaupt kein Interesse daran, weiter Videos zu produzieren. Zumal man sich dann immer halt irgendwie einen gewissen Druck aussetzt. Und mich interessiert momentan YouTube fast gar nicht mehr. Also ich schaue nur noch wenig YouTube. Es gibt ganz, ganz wenig Kanäle, die ich regelmäßig schaue. Fast keine. Und grundsätzlich lohnt es sich für mich einfach gar nicht, mir ja irgendwie den Druck, allein den Druck irgendwie zu machen, dass ich einmal die Woche einen Videoblog machen muss, den ich mir natürlich selbst auferlegt habe, aber ich habe einfach irgendwie keine Lust dazu, weil man muss sich dann immer ein Thema einfallen lassen, und, ach, heute ist ja wieder Montag, ich muss wieder einen Videoblog machen und so, und ganz ehrlich, habe ich gar kein Interesse dran und interessiert mich einfach nicht mehr. Und ich soll auch kein Mimimi sein oder so. Oh Gott, YouTube ist so scheiße, mein Kanal wächst nicht oder so. Ich produziere die Videos halt für Zuschauer und nicht für mich. Und der Produktionsaufwand ist gering, aber ich bin trotzdem einfach zu faul und habe einfach überhaupt keine Ideen, wie ich diesen Kanal irgendwie verbessern kann, beziehungsweise mit wenig Aufwand verbessern kann. Weil, um wirklich erfolgreich YouTube zu machen, musst du bestimmten Aufwand betreiben und du musst ja möglichst mit den Trendwellen mitschwimmen, und da habe ich einfach auch keine Lust drauf. Denn ich bin so, wie ich bin, und ich mache das, was ich machen möchte, und ich möchte kein YouTube mehr machen momentan. Und ihr habt es wahrscheinlich auch einfach mitbekommen, die regelmäßig zuschauen oder dabei sind. Mit einigen bin ich ja auch befreundet. In den letzten Wochen, Monaten ist es halt immer weniger geworden und Gaming-Videos so gut wie gar nicht mehr. Und nur noch dieser wöchentliche Videoblog, der mir halt auch irgendwie mittlerweile einfach auf den Sack geht, weil ich eben gar nicht weiß, was ich euch erzählen soll. Und selbst den Videoblog müsste man anders gestalten, damit einfach mehr Leute irgendwie zugucken, damit er witziger wird oder in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Jump Cuts drin hat oder was auch immer für eine Scheiße. Und das bin ich einfach nicht. Ich bin das einfach nicht. Ab und zu habe ich so meine Momente, wo ich sage, das war jetzt irgendwie eine witzige Idee, aber ich habe einfach keine Lust momentan. Keine Lust. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Videos produzieren werde, wenn ich dann irgendwie Bock habe oder so. Aber vielleicht werde ich eher das so machen, dass ich vielleicht einmal in der Woche fest streame. Dann vielleicht auch auf YouTube statt auf Twitch. Und weil ein Stream anschmeißen, das tut halt nicht weh, sag ich mal. Ne? Das macht auch nicht mal Arbeit. Also wer jetzt irgendeinem Streamer zurechnet, dass das Arbeit ist, was er da macht, muss ich so ein bisschen, also da kann man sich sicherlich drüber streiten, aber grundsätzlich ist es meiner Meinung nach keine Arbeit, eine Kamera anzumachen und während man zockt einfach du selbst zu sein, sag ich mal. Vielleicht mache ich das eher, aber ansonsten habe ich momentan einfach überhaupt kein Interesse zu produzieren, irgendwelche Videos zu machen. Ich zocke jeden Tag, also es wäre überhaupt kein Problem. Gaming-Material habe ich Unmengen. Ich zocke jeden Tag, das ganze Wochenende habe ich mit meinen Freunden Rising Storm 2 Vietnam gespielt und könnte 50 Videos draus produzieren, aber ich habe einfach überhaupt keine Lust und auch keine Idee, warum ich das überhaupt machen sollte, weil es einfach, es ist so, du vergeudest Zeit damit, hast ein Video, lädst das hoch und es gucken vielleicht 100 Leute und dafür lohnt es sich einfach nicht, und ich habe einfach Lust, andere Sachen zu machen und eher mit meinen Freunden irgendwas zu unternehmen oder, keine Ahnung, einen Schrank zu bauen, als irgendwelche Videos zu basteln. Und
ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Vielleicht habe ich in 2 Wochen wieder mehr Lust und dann mache ich einfach ein Video und dann guckt ihr das oder eben nicht. Aber zumindest wollte ich euch Danke sagen. Die Leute, die mich seit Monaten und Jahren auch begleiten und unterstützt haben und auch zu Freunden geworden sind, dafür erstmal Danke. Wirklich vielen Dank. Und selbst auch Leute, die vielleicht neu auf dem Kanal sind, es tut mir einfach leid, aber ich habe einfach, ich sehe für mich momentan einfach auf YouTube keinen Funken mehr, der mich interessiert oder der mich begeistert oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich weiß es nicht, wie sich das entwickelt. Ich wollte euch das nur sagen und halt auch Danke sagen. Ja. Ja, ansonsten gibt es da draußen halt etliche YouTube-Kanäle, die es sich lohnt zu schauen. Ich habe vorhin gerade ein Video von Gemomat gesehen. Der hat einen kleinen Push vom Haider bekommen, was ich ziemlich cool finde. Also ich finde es immer klasse, wenn große YouTuber einfach auch mal kleine YouTuber erwähnen oder sagen, das ist wirklich ein Kanal, den kann man sich anschauen. Also beim Gemomat kann man wirklich zuschauen, zumal er sich eben einfach sehr viel Mühe gibt. Und ich finde es halt auch klasse, dass er so einen kleinen Push bekommt. Und ich hoffe, das gibt ihm auch irgendwie wirklich was. Von daher, schaut einfach mal, bei YouTube gibt es wirklich viele, viele kleine YouTuber, die es sich lohnt zu schauen, die sich sehr, sehr viel Mühe geben und eben nicht so faul sind wie ich. So, das war es eigentlich jetzt erstmal von mir. Ich werde jetzt das Video schneiden, hochladen und damit war es das vorläufig. Mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Oder? Nee, eigentlich nicht.